Ja, nachdem wir letzte Woche unser MIDI-File aus Cubase heraus abgespielt haben und eine Audioaufnahme erzeugt haben, so möchten wir das jetzt ab dieser Woche mit den einzelnen Spuren als Audioaufnahme gestalten. Wie das alles funktioniert, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. In unserem heutigen Video möchten wir uns mit den Einzelspuraufnahmen aus einem MIDI-File heraus in Cubase beschäftigen. Zunächst einmal muss ich ein riesen Dankeschön an euch alle schicken. Das Interesse an diesem kleinen Cubase-Kurs ist doch recht groß und mich ereilen einige Anrufe, die dann fragen, was brauche ich an Technik, wie funktioniert das alles? Und ich möchte da auf den lieben Musikalienhändler in Pforzheim verweisen. Wenn ihr Fragen zu technischen Sachen habt, wenn ihr Studiomonitore braucht oder ein Audiointerface oder sonstiges, dann schaut doch gern mal bei Frank Steinbrecher vorbei. Also auf diesem Wege, liebe Grüße nach Pforzheim. Ja, und natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich für bereits 500 Abonnenten auf meinem Kanal bedanken. Das freut mich riesig und damit hätte ich am Anfang des Jahres nie gerechnet. So, jetzt soll es weitergehen mit unserem Cubase-Projekt und dazu schauen wir doch ganz einfach mal in den PC hinein. Also, auf geht's! So, und da sind wir jetzt am PC angekommen mit dem Stand von unserem Projekt, so wie wir es letzte Woche vorgefunden haben. Wir haben jetzt also hier unsere einzelnen MIDI-Spuren und haben daraus hier dann unsere Audiospur erzeugt. Jetzt möchten wir aber diese einzelnen MIDI-Spuren als einzelne Audiodatei aufnehmen, um daraus einen neuen Mix zu gestalten. Wie gehen wir da vor? Dieses Signal, was wir jetzt haben, zum Beispiel jetzt, wir gehen jetzt mal in die Melodiestimme, in diese Panflöte hinein. Wenn wir uns diese Panflöte mal solo anhören, so, jetzt hören wir ja hier, dass da doch ein gewisser Hallanteil mit auf dieser Stimme liegt. Und wir möchten natürlich jetzt keinen Hall separat von diesen Spuren mit aufnehmen, sondern wir möchten diese Instrumente völlig trocken ohne irgendwelche Effekte aufnehmen. Und dazu gehen wir jetzt in diese Spur hinein. Die größeren Versionen von Cubase haben alle hier unter MIDI den Listeneditor. Und hier sehen wir alle Daten, die auf dieser Spur sind. Und wir können jetzt hier schon nach bestimmten Sachen filtern. Bitband-Einträge können wir damit eliminieren. Sysex-Befehle. Und so weiter. So, wir schauen uns jetzt den oberen Teil an. Wir sehen jetzt hier, das sind alles Modulationen, aber im ersten Teil unseres MIDI-Files haben wir die ganzen Informationen, die benötigt werden, um einen entsprechenden Sound zu erstellen oder auszuwählen. Wir haben also hier den Controller 0 MSB. Den Controller LSB mit der Nummer CC32, haben hier unser Programm Change, also das Instrument SIG76 in unserer Bank ist das. Wir haben das Main Volumen, mit welcher Lautstärke diese Stimme abgespielt werden soll. Haben hier unseren Panning Controller.
den Expression Controller, die 11. Und jetzt wird es hier interessant im Bereich 91, 93, 94. Das sind nämlich unsere Effekt-Controller. Und diese müssten wir jetzt hier an dieser Stelle herauslöschen. Wir können also jetzt hier auf unseren kleinen Radiergummi gehen und löschen hier einfach diese Controller heraus. Somit sind sie hier verschwunden. Wir haben hier noch einige andere drinne, 71, 72, 73, 74. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Einfach herauslöschen. Und übrig bleibt jetzt wirklich nur noch die Information, welcher Sound und die Lautstärke vom Sound. Wobei wir hier diesen CC7 ruhig noch etwas erhöhen können, dass wir eine schöne Aufnahme machen können. Sag mal, wir gehen jetzt mal auf 70 erstmal. Können jetzt die Spur wieder verlassen. Und wenn wir jetzt hier zurückschalten und nochmal abspielen. Haben wir die Spur trocken, sie ist jetzt etwas lauter und wir können jetzt aus dieser Spur heraus eine Audioaufnahme machen. Wir legen also jetzt hier wieder eine neue Audiospur an. Wir gehen hier oben auf das Plus, suchen uns eine Audiospur heraus und jetzt müssen wir dieser Spur natürlich einen Ausgang oder beziehungsweise einen Eingang zuweisen. Wir haben ja immer unseren Eingang Genus links-rechts gehabt, aber das ist ein Stereosignal, wo wir also eine Stereosumme aufgenommen haben. Jetzt wollen wir die einzelnen Instrumente ja aufnehmen und diese einzelnen Instrumente sind Monospuren. Wir müssen also jetzt hier eine Monospur nehmen und als Eingang für diese Monospur weise ich jetzt zum Beispiel, dass mein Kanal links vom Main Out vom Genus bei mir im Interface in den Kanal 3 geht. Ich nehme also jetzt hier den Input 3 als Monosignal und der Audioausgang ist natürlich dann das komplette Stereosignal. Spur hinzufügen. Und wir haben jetzt hier eine Spur Audio 01. Und wir wollen diese Panflöte hier oben aufnehmen. Also können wir hier schon sagen, dass das die Panflöte wird. Wir markieren unsere Audiospur. Die Panflötenspur des MIDI-Files setzen wir in den Solo-Modus, wie hier bereits geschehen, dass nur diese erklingt. Und jetzt können wir diese Spur auf unsere Audiospur aufnehmen. Wir gehen also jetzt auf Aufnahme und nehmen die Spur komplett auf. So, und damit haben wir jetzt die erste Audiospur aufgenommen. Wir gehen also wieder an den Anfang zurück und können das jetzt mit der nächsten Spur tun.
So, bei der zweiten Spur. Jetzt gibt es natürlich Cubase-Versionen wie LE oder AI. Auf diesen befindet sich kein Listeneditor, den wir hier, wie gesagt, unter MIDI finden. So, wie wollen wir da jetzt denn unsere Controller herauslöschen? Das geht dann folgendermaßen. Wir müssen uns dort etwas behelfen. Wir können also jetzt hier in den einzelnen Part unseres MIDI-Files hineingehen. Also können uns sozusagen die komplette Spur hier markieren, gehen mit Enter in diese Spur in den Editor hinein. Und zwar ist es hier dieser Key Editor. Und oh, jetzt habe ich doch glatt eine Note gesetzt. Und hier in diesem unteren Bereich finden wir die Controller. Wir sehen also, dass jetzt hier die Anschlagstärke ausgewählt ist. Und wenn wir jetzt mal hier auf die Anschlagstärke draufklicken, dann sehen wir, welche Controller auf dieser Spur hier ausgewählt sind. Und wir sehen jetzt hier unsere Programmchange. 0, die Modulation, Main Volumen, Bank 32 brauchen wir ja, wie gesagt, um den Sound. Und wir haben hier jetzt wieder die 91, die 93, also unseren Reverb und unseren Chorus haben wir hier. So, und diese beiden sehen wir schon, die sind hier eingestellt, die benötigen wir natürlich nicht. Können also jetzt hergehen. Drücken die Entferntaste und haben jetzt die Werte aus dem Controller 91 gelöscht. Wir sehen, jetzt ist nur noch der Controller 93 da. Den wählen wir an. Kurz markiert, entfernen. Und damit haben wir aus dieser Spur diese beiden Controller, die uns jetzt da einen Hall und einen Chorus gezaubert hätten, entfernt. Mit Enter kommen wir wieder ins normale Feld und können jetzt ebenfalls wieder sagen, Audiospur hinzufügen. Audiospur, Mono in 3 ist immer noch da, soll eine Monospur sein. Spur hinzufügen. Und wir wollen jetzt dieses Electric Piano aufnehmen als nächstes. Schalten also die Panflöte hier aus. Unser Elektropiano schalten wir solo und können jetzt diese Spur auch aufnehmen. Jetzt sehen wir aber schon, dass diese Spur jetzt sehr, sehr leise ist. Wir werden also jetzt erstmal unser Main-Volumen nochmal etwas erhöhen, um hier einen ordentlichen Pegel zu bekommen. Also ich würde diese Aufnahme nochmal rückgängig machen. Schaue nochmal hier in diese MIDI-Spur hinein. Ja, schauen uns den Controller Main-Volumen an und sehen schon, der ist ziemlich weit unten. Wir ziehen den hier einfach mal ein ganzes Stück höher. Und können jetzt die Spur wieder verlassen, gehen an den Anfang unseres Projektes zurück und starten die Aufnahme einfach nochmal neu. Und jetzt haben wir auch ein deutliches Signal. Wir hören auch, es ist kein Hall mehr auf dieser Spur. Also genauso wie wir es wollen, denn wir wollen ja später mit den internen Effekten hier in Cubase oder dann je nachdem, wie viel man dann in seine Version investiert hat, auch mit externen Effekten von Drittanbietern noch entsprechend mischen.
Und damit haben wir unsere zweite Spur aufgenommen. Ja, und so können wir uns jetzt hier der Reihe nach durch diese Spuren durcharbeiten und alle einzelnen Spuren so nach diesem Prinzip aufnehmen. Irgendwann kommen wir aber dann an den Punkt, wo wir auf den Kanal 10 stoßen. Bei manchen MIDI-Files natürlich auch noch auf Kanal 9, wo wir auch noch Schlagzeuginstrumente oder Perkussionsinstrumente haben. Und diese Instrumente, die hören wir jetzt uns hier einfach mal kurz an. Wir hören also hier, haben wir nur eine Bassdrum und eine Hi-Hat leicht dazu. Und hier kommt schon etwas mehr Rhythmus hinein. Und diese einzelnen Schlagzeuginstrumente, die wollen wir natürlich am besten auch alle noch mit aufnehmen. So, doch wie bekommen wir denn jetzt hier diese einzelnen Schlagzeuginstrumente aus dieser Spur herausgetrennt, um jetzt unser eigenes Schlagzeug abzumischen? Da gehen wir folgendermaßen vor. Wir markieren uns hier diesen Bereich und können jetzt unter MIDI Parts auflösen. Jetzt bringt er uns ein Feld und fragt, was er denn da machen soll. Hier gibt es nur die eine Möglichkeit, und zwar können wir nach Tonhöhen trennen. Also er tut sozusagen nach Noten werden der Reihe nach alles aufteilen. Das wollen wir natürlich gerne machen. Und wenn wir jetzt mal hier runter schauen, dann haben wir hier die einzelnen Spuren mit den einzelnen Notenwerten. Jetzt haben wir also nur unsere Bassdrum. Also die Bassdrum jetzt so aufnehmen, wie sie ist. Oder wir können natürlich auch, wenn wir jetzt Produktion machen, wo wir jetzt noch Instrumente aus Cubase einsetzen wollen, dann können wir einfach diese Notenwerte zum Beispiel nehmen und mit dieser MIDI-Spur dann einen Instrument ansteuern, welches in Cubase vorhanden ist, zum Beispiel den Groove Agent, und können damit unseren Schlagzeug-Sound generieren. Aber wir möchten das jetzt in diesem Fall mal alles mit den Sounds vom Genus tun. Also können wir jetzt alle Spuren, so wie sie sind, einmal komplett aufnehmen. Ja, ich werde also jetzt Spur für Spur mir einzeln aufnehmen, so dass wir alle Spuren ohne Effekte vorliegen haben. Und beim nächsten Mal können wir uns dann an die Bearbeitung der einzelnen Spuren heranwagen. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.